Ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Und Jesus klärt in der Lektion auf, ich bitte eigentlich um das, was ich nicht will. Und das, was ich eigentlich will, will ich nicht, weil ich Schmerz mit Freude verwechsel. Also ich denke, dass das, was mir Freude bringt, eigentlich Schmerz ist. Und das, was mir wirklich Freude bringen würde, vermute ich, ist Schmerz und Verlust und Grausamkeit, sprich die Liebe. Und Jesus hat mehrere Stellen im Textbuch, wo er darüber spricht, dass der Angst die Eigenschaften der Liebe zugeschrieben werden, dass dem Ego Freiheit zugeschrieben wird, wobei das alles Gott gehört. Die Freiheit gehört Gott, unserer wahren Identität. Die Liebe gehört Gott. Gefangenschaft ist Ego, Gefangenschaft ist Angst, Gefangenschaft ist Leid. Und da der menschliche Geist total verwirrt darüber ist, was er ist, was Freude ist, was Schmerz ist, bietet Jesus eine ganz einfache Lösung an. Und die Lösung ist, Vater, dieser Tag gehört dir. Ich werde das empfangen, worum auch immer ich bitte. Und heute wähle ich, nichts ohne dich zu tun. Also, was willst du, was ich heute tue? Was möchtest du, was ich sage und zu wem? Wohin möchtest du, dass ich gehe? Und sieh, dass dieser Gedanke dich dahin bringt, dass alles direkt er ist, dass alles direkt ihn reflektiert. Also du bist nicht in der Erfahrung von etwas, sondern du bist in der Erfahrung, dass es sich durch dich dir präsentiert, weil keine Trennung existiert. Also dein Bewusstsein wird so gewandelt und wird so neu auf die Beine gestellt, dass die alte Lehre von ich erfahre etwas, also eine Distanz zwischen dir und der Erfahrung, aufgehoben wird und du siehst, dass es sich durch dich erfüllt. Und dazu können wir wirklich nur sagen, danke, ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren würde und dass es so funktioniert, weil Gott nicht scheitert in dem, was ich sein muss und was er erschaffen hat. Genauso wenig kann ich scheitern, das zu tun, was sein Wille ist, denn das sind die Gesetze der Freiheit und mein Geist ist frei, dein Geist ist frei. Also ich werde das empfangen, was auch immer ich erbitte. Wir sehen uns in einem Augenblick in einer Lichtreflexion im Hologramm, zu dem du herzlich, herzlich jederzeit an jedem Ort willkommen bist, weil dieses Prinzip in allen Dimensionen der Zeit läuft und deine Bedürfnisse dadurch gedeckt werden und immer gestillt sind, indem du siehst, dass du dir nichts mehr entziehst, sondern ihn alles erfüllen lässt. Es besteht kein Mangel. Danke, Gott. Wir sehen uns jetzt. Gott segne dich. Hab einen großartigen Tag im Wunder, dass du selber bist.